Macht nichts. Ja, wie gesagt, gib mal eine Sekunde. Die Frage ist: Ne, ist der PC, der jetzt gerade so am Rühren ist? Das ist nicht der Laptop. Man hört auf jeden Fall irgendwas tierisch. Surren. So, guck jetzt, wie es macht oder was. Siehst du? Du musst halt einfach noch ein bisschen geduldig sein. Nee. Boah, Gott. Guck mal, die Sonne. Krass. Die Sonne. Egal. Na, weiß ich. Ja, auf jeden Fall. Okay. Ja, guck mal, guck dir mal an, wie viel hier weitergebaut hat. Ich habe hier so einen riesigen grauen Nebel noch vor mir, aber gut. Ja, guck mal, das ging ja nur bis hier unten und dann war hier entsprechend der Weg ganz normal, also da unten war ja Boden. Dann war da unten ein Eingang. Heißt das, wenn du das jetzt rund um den Berg machen, müssen wir den ganzen Berg so unserer Festung machen? Ja. Hm. War das nicht Eriks Plan? Ja. So, weil was ich noch zeigen wollte ist, warte mal. Plümpf. Worauf ich nämlich richtig Bock hätte, das passt nämlich auch dann super zu uns. Warte, ne? Genau, richtig. Start Minecraft. Finish! Finish! Und Nathalie, du kannst auch zu dem Skelett-Spawner von Sebastian laufen, um da dann Erfahrungspunkte zu holen. Das musst du mir auch noch zeigen. Ja, da müsst ihr mir nochmal zeigen, wo er ist. Ich bin zwar in der gleichen Höhle hops gegangen. Das ist kein Problem, du folgst einfach entsprechend den Fackeln, wenn du bei seiner Mine entsprechend dann da rechts dran vorbeigehst. Also die gleiche Variante, wie ich mit Vivox reich gemacht habe. Ich habe ihr einen Weg mit Fackeln dahin bereitet, weil sie ihn sonst niemals gefunden hätte, Reda. Genau. Er flieht. Töte ihn. Hab mich doch. Sehr schön. So, jetzt lädt er entsprechend die Runtime, alles entspannt. So. Was ich sagen wollte, hier würde ich gerne einen Kampfplatz hinbauen, also sprich halt so Übungs... Ein Kolosseum. Nein, nicht Kolosseum, sondern halt so wie so ein Kampfplatz, so ein Übungsplatz halt, wo dann entsprechend Ritter und... Ja, genau, richtig, und so ein Kram. So genau. Eine PvP-Arena, wo wir uns dann gegenseitig bekriegen. Und was ich zeigen wollte, ist halt... hier ist ja entsprechend das, wo Phil das ausgebaut hat und zugebaut hat, weil hier war ja dieser Eingang in diese Mini-Höhle, wo jetzt nichts Besonderes drin ist oder so. Und worauf ich Bock hätte, ist das auszubauen, hoch bei uns zum Berg und hier dann quasi als so einen kleinen geheimen Hafen, wo wir dann entsprechend auf den Fluss können, mit einem Boot. Wo ist denn da was? Also wenn ich jetzt hier aufmache, fließt hier Wasser rein. Das ist doch der Fluss direkt dahinter. Okay. Das hatte ich mir einfach nur überlegt, weil das fände ich eigentlich ziemlich geil. Ja. Wir sehen uns dann in 10 Stunden. 10 Stunden? Nein. Da hängt ja ein paar Tage dran, aber... Nein, das meine ich nicht. In dem Download. So. Der Download braucht gerade ein bisschen länger. Das ist ja nicht schlimm. Ja, das braucht bei mir auch nicht. Ja, doch. Nee, sie musste gerade das Spiel irgendwie neu runterladen, weil irgendwas stimmt hier mit dem... Ich habe generell das Gefühl, dass der Laptop auch so langsam nicht nur eine Jahre kommt, sondern auch nicht mehr so ewig macht. Nochmal neu aufsetzen? Ja, wäre eine... Müsstest du machen. Das ist irgendwie ja universal. Für mich bräuchte ich es nicht. Was hast du gesagt, Simon? Also, dass im Grunde alles ein bisschen buggy ist, alles ein bisschen kaputt manchmal mit Fehlermeldungen behäuft ist. Das ist aber eigentlich nicht Fehlermeldungen, so zeigt er nicht an, das ist halt sehr langsam. Es ist halt einfach nur halt dieses typische altersschwache, ich mach nicht mehr so schnell. Okay. Also ohne... Also ich glaube, in meinem PC wohnt ein Dämon oder so. Ach so. Ja, in deinem auf jeden Fall. Also immer, wenn ich Teamspeak starte, kommt eine Fehlermeldung wegen System 32 hat irgendeinen Schaden. Oh ja. Dann ist es weg. und wenn ich den VLC Media Player starte, einfach Musik hören möchte, dann kommt manchmal auch. Also die Musik fängt an, aber er sagt dann irgendwie so, System 32 spinnt rum, töte mich. Simon, bei mir ist das Control Deck. Ich starte den PC, dann ist alles okay, dann habe ich auf einmal einen kompletten schwarzen Bildschirm und dann heißt es, Control Deck reagiert nicht. Das ist auch immer richtig. Oh Mann. Toll. Kaputte Technik. Oder aber letztens ist passiert, dass eine Kollegin, der wollte runterfahren und dann hat sie den Stecker aus Versehen gezogen. Seitdem funktioniert mein Media Player nicht mehr. Guck, Schatz, das ist der Mülleimer hier. Guck, da kannst du nämlich so Zeug reinschmeißen und dann. Und ich verbrennt kann ihn das. Auch nicht neu installieren. Wo ist der? Im Dorf. Aber wo? Wo bist du da jetzt hingegangen? Wenn du ins Dorf reinkommst, dann kommst du hier rein, dann gehst du rechts. Da. Okay. Ja, und übrigens hier, viel riesiger Fahnenmast, ne? Ja. Was hat er denn mit dir gebaut?
Den hat er vor kurzem gebaut. Ich glaube, das sollte so ein kleiner Konter zu deiner Flagge sein, weil er die wohl nicht so lustig fand. Es war auch ein Konter. Ich habe ihn gefragt. Warum das denn? Ich weiß auch nicht, was er hat. Ich habe ihn auch gefragt. Also ich weiß auch, dass es ein Konter ist. Ist doch ein Konter. Ist ja, das Kaiserreich, nicht mehr. Ja, aber das fand er wohl nicht so cool. Aber es ist das Kaiserreich. Ja, aber das fand aber er trotzdem ist das nicht Kaiserreich. So cool. Mach Preußen. Okay, da muss ich irgendwas dann drehen. Das kann man ja alles ändern. Moment. Ich noch hier, ja. Okay. Guck erstmal, wo Wolle ist. Mach hier erstmal Fenster hier rein. So, das hoch. Nathalie, ich habe bei dir in deinem Burghof eine Tür offen gelassen, wa? Hä? Ja. Wollte er dir, glaube ich, einfach nur sagen. Wenn ich hier arbeite, sind generell immer alle Türen offen. Wenn du jetzt vom alten Haupthaus die Tür offen gelassen hast, ist das nicht so schlimm, weil die ganze. Da ist ein bisschen mehr offen. Gerade sagen, die ganze Rückwand ist aufgebrochen. Ich wollte auch gerade gucken. Da habe ich eine Tür aufgemacht, ja. Eine Tür, die einfach nur in der Gegend rumstand. Ja. Die andere Tür war auch offen, das war bestimmt Simon. Nee, wie gesagt, das alte wird jetzt nach und nach abgebaut, aber die ganze Rückwand ist offen. Boah, was ist denn los mit dem Laptop? Wir sollten doch lieber deinen Laptop dementsprechend beim nächsten mitnehmen. Ja, ich mach mir gerade Sorgen wegen Morgenstream. Ja, weil, wie gesagt, das sollte jetzt nicht so das Ding sein, aber... Ich sterbe! Was geht denn jetzt ab? Ich mach komische Geräusche, ich mach Erik nach. Niki. Jante. Die Schnauze. Nein, ich wollte eigentlich fragen, ob du mir die Schokokekse da vorne geben kannst. Hier du jetzt. Bist so fies! Du weißt, dass ich die nicht essen darf und du kaufst mir Schokokekse vor! Du Stück! Was darfst du jetzt eigentlich momentan essen? Schonkost. Also, ja, doch, was. Ich hab's repariert. Was soll ich sagen? Also, ich darf, also, sowas wie Kekse und so sollte ich jetzt nicht essen, außer sie sind fettarm. Wie hast du es denn repariert? Ja, ich trinke jetzt so 100%igen Saft verdünnt mit Wasser. Ah. Nicht schädlich. Nö, das ist ja eigentlich auch ganz gut. Ja, klar, sowas wie Reis, Nudeln kann ich essen, weil das, ne, okay ist. Ich darf halt nichts Fettiges essen, nicht zu viel Gewürztes, nichts Gebratenes. Also Ich musste ganz ehrlich, ich habe eine komplette Tasche mitgebracht, damit ich hier was zu essen habe, auf das, was ich essen darf. Ich musste erstmal einen kompletten Haushalt mitnehmen. Ich war extra sogar noch einkaufen, habe mir Sachen geholt. Es gibt sogar Kuchen, den ich essen darf, aber nur so hier so Sandkuchen. Erik. Ja. Hör auf, ich erzähle gerade was. Ja, ich reagiere da nur drauf. Nein, du reagierst nicht, du machst Scheiße. Nee. Das ist Eriks Reagieren, genau. Spring da nicht runter. Du triffst das Wasser nicht. Du triffst das Wasser nicht. Oh Gott, verdammt, ich hoffe, du triffst das Wasser nicht. Niki, da hatte ich gestern eine sehr amüsante Situation. Boah, ich triff das Wasser nicht. Was ist das? Das ist cool. Das Wasser. Ja, aber warum sind da so Stufen? Seit wann? Die sind da schon seitdem Phil das gebaut hat hier. Die Stufen sind mir nie aufgefallen. Ja, natürlich nicht. Oh, krass. Schade. Ja, ich frag mich ja. Warte mal, ich mach mal das WLAN aus. Ja, jedenfalls darf ich einige Obstsorten nicht. Ich darf auch sowas wie Zwiebel oder Knoblauch halt nicht. Nichts, was so schwer ist eben, ne? Okay. Nee, aber was Runterspringen angeht, hatte ich gestern eine schöne Situation. Hab den Turm gebaut. Den ersten wollte dann so voller Elan. Ich so, juhu, sprang dann runter in den Burggraben und bin zu weit gesprungen. Oh. Und du hast nur noch im TS noch gehört, ich so, juhu, und dann platsch gestorben. Das ist nicht so nice. Ich bin gestern zweimal. Was denn? Hat direkt Schuck gemacht. Perfekt. Guck mal hier, gebratenes Fleisch. Nein, du Mörder! Oh nein, du Mörder! Mörder. Retröm, Retröm! Na, wer Schatz, kennt es? Ja. Du sammelst ja gerade Sand. Ja. Den krieg ich. Nee. Doch? Nee. Austrian? Nee. Deswegen kriege ich ihn. Nee.
wie ein Schokokeks sind. Ja, okay. Dafür esse ich meinen Kuchen und du kriegst nichts ab. Ich möchte auch Kuchen. Nö, kriegst du nicht. Dann kriegst du keinen Sand. Was? Dann ich habe aber Sandkuchen. Du bist behindert. Auf dem höchsten Level ever. Du bist behindert, ich rede nicht mehr mit dir. Dann kriegst du keinen Sand. Ich habe Sandkuchen mehr. Welche Kekse willst du denn, die auf dem Tisch stehen? Nein, nein, da, auf der anderen Seite steht diese Doppelkekspackung. Nein. Doch, aber die sind voll dröge schon. Die würden dir eh nicht schmecken, Schatz. Okay, das ist gut. Das ist eine Lüge. Nein, nicht wirklich. Die sind das wirklich sind total die, trocken. Die ich gar nicht probiert habe. Ja, aber die sind wirklich voll trocken. Nein, das ist eine Lüge. Weißt du, was die ist. Okay. Ach, das sind die Billignachmachen von den Dingen. Ja, ja, genau, richtig. Die eh nicht schmecken. Okay. Habt ihr eigentlich Phils Kekse noch alle weggefuttert oder was habt ihr damit gemacht? Nee, die hat er mitgenommen für die Arbeit. Ah, ja. Für die Arbeit. Mhm. Hätte sich selbst reingezogen. Der hätte sich reingeschoben. Es knistert gerade wieder. Nein. Kann eigentlich gar nicht sein, weil Niki einfach nur auf den Tisch rumprollt hat. Ich meine, das Mikro hat gerade. Hast du gerade geblitzt bei Simon im Haus? Ja. Warum? Was machst du da drin? Experimente. Ich glaube auch. Geheime Tesla-Experimente. Sind wir nicht gerade noch vor dem Haus? Du. Was zur Hölle? Du. Dreck, ey! Es knistert wieder. Euer Mikro. Aber wir machen überhaupt nichts. Ja, das ist. Beim Reden war das doch schon mal so. Aber nicht dauerhaft, sondern so zwischendurch oder was? Wenn ihr wieder lauter werdet, ja. Okay. Schatz, dreh das Mikro doch einfach leiser. Was? Dreh das Mikro doch einfach leiser. Ja, aber da hört man uns nicht mehr. Leiser, nicht ganz aus. Nee. Nee. Ich esse meinen Keks und bin ganz toll. Simon sieht aus. Ist das Link? Lol. Dein Skin. Ja. Ich sehe richtig cool aus. Das ist cool. Oh Mann. Ich sehe viel hübscher aus. Aber ich kann mich gar nicht zeigen, weil ich nicht ins Spiel reinkomme. Was sagt man dann dazu? Danke, Vivox. Hab ich schon. Möchtest du einen Knochen? Ein Knochen? Do you want to take my bone? Was denn? Falsch. Ja. Auf Englisch heißt das auch was ziemlich Schwules. Nicht! Bist du da? Erik! Da konnte ich mich doch nicht anmelden. Das ist das Installierte, du Arschkeks. Wieso machst du das denn jetzt nochmal an? Ja, guck mal, wie schnell das jetzt geht. Du gehst schnell. So, hätte ich es lieber entsprechend stundenlang laden lassen Nein, sollen, das ja? Das schön gemacht. Also. Oh. Ich gönne dir deinen Keks trotzdem nicht. Ich esse jetzt Kuchen. Ich merke das schon. Warte mal, hier. Nein, warte. Warte, die Feder kann ich behalten. Ich kann den Sand runter. Da ist eine Steinhacke. Ah, ich habe eine Idee. Hier, komm. Hast du Glas dabei oder Sand zufällig? Ja, Sand habe ich dabei, aber das habe ich schon Niki versprochen. Ich habe Glas aber nicht gerade viel. Gemacht. Du hast nur gesagt, dass du dir was bringst. Ja, sie weiß ja nicht, wie viel Sand ich habe. Das würde ihr nicht auffallen, wenn da ein bisschen was fehlt. Ne? Ich sehe, wie viel du hast. Wie viel habe ich? 25. Alles klar, ich kann mir 10 Stück geben. 35. Ey! Oh, Entschuldigung. Ist laut. Bei dir auch, Simon? Du brichst dir gerade das Genick? Ach ne, doch nicht. Ist das bei dir auch so mit dem Ton? Ja, minimal. Dann liegt es an. Vielleicht musst Nathalie. Du uns ein bisschen weiter runterschrauben, Nathalie. Ich würde sagen, du kannst uns ja im Teamspeak da entsprechend runterschrauben. Müsste ich jetzt aus dem Spiel raus. Wenn du deine Ohren magst, solltest du vielleicht drüber nachdenken. Ich kann auch einfach die Lautstärke meines Headsets niedriger drehen. Das geht so nicht, das wäre viel zu einfach. Geht immer noch nicht. Hä? Ich kann mich nicht einloggen. Habe ich ein anderes Passwort genommen, nicht dass ich wüsste. Nimm deine E-Mail-Adresse. Jetzt geht's. Dich. Fick dich. Hast du gehört? Ficken sie sich. Ich hoffe, das tut im Stream. Tut mir leid, aber es musste gerade raus.
Play. Was? Unglaublich. Was? Was macht ihr da? Warte. Einfach mal einen Simon zu. Ist das mit Treppen oder ist das mit den Blöcken? Hm. Treppen. Oh. Nein, so nicht. Ja. Geronimo! Es passiert nichts. Komm, ich kitzel dich mit. Ich kitzel dich mit dieser Feder, warte. Boah. Tat das weh? Panzerknacker, ne? Das hast du mich jetzt voll. Er schlägt dich direkt mit dem Schwert. Ja? Ich hab jetzt noch so einen Tintenbeutel. Platsch. Platsch. Ist zu behindert. Was das? Zulassen. Nicht Fragen machen. Zu spät. Das ist irgendwie nicht der richtige. Screwed Minecraft Server. Lol, das ist der Band Minecraft Server. Wieso hast du den von Sean da in deiner Liste? Was ist da denn los? Ich weiß nicht, Server hinzufügen. Bitte gib mir den richtigen. Okay. Weiß ich nicht. Ich glaube, der ist öffentlich. Wäre da jetzt jemand drauf gewesen, reingegangen, muahaha, wieder raus. Schatz, Surferadresse? Nevane.minecraft. Verdammt. Egal, wir haben eine Whitelist, kein Problem. Oh Gott! Du fragst mich auch. Diese Frage stellst du nicht bei YouTube hoch. Oder du musst das rausschneiden. Das muss ich überbieten. Weil er dachte, das ist ein Punkt. Oh, Scheiße. Wir haben eine Whitelist. Und schreibt mal bitte den Rest, weil ich hab's schon wieder vergessen. So? Ja, genau. Nein. Ich merke, dass man das dann da rauszieht. Ich höre dich nicht, die Musik ist so laut. Möchte ich mal wissen, wie du das dann da rausfindest. Der Marshall. Das macht er mal. So. Verbinden. Krasse Scheiße, krasse Scheiße, krasse Scheiße. Du bist da. Ich bin da. Hier, Antwort, ne? Ich hab's repariert. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Meine Hundis. Okay, so. Deine Hoden. Oh nein, ich muss hier alles umstellen. Was hast du jetzt? Wow. LOL. Was machst du in meinem Haus? Da war eine Spinne und ich dachte, die ist runtergefallen und du hast ein Pferd auf der Brüstung. Das ist voll komisch. Nee, auf jeden Fall, da war eine Spinne und da dachte ich mir halt im Sinne von, hey, hi Spinne, du bist runtergefallen. Ja, dann kam sie aber wieder hochgeklettert, weil ich vergessen habe, dass die... Was, wo? Ach da, Erfahrungspunkte. Hm, schön. Wem soll ich eigentlich gleich zeigen, wo der Erfahrungsspawner ist? Das wollte Tiffy wissen. Nee, ich brauch's heute nicht. Niki wollte es wissen. Erik, das verstehe ich nicht. Was meint ihr hier mit Sprinten? Das hier. Ja, aber wie belegt man das? Einfach doppelt auf eine Taste drücken. Also es ist unwichtig, genau, dass du dann noch eine Einzeltaste hast. Aber dann habe ich das zweimal. Nein, ignorieren. Okay. Guck doch mal. Nein. Lass mich doch erstmal in Sicherheit stellen, du Arschkeks. Bist du angegriffen? Ja, gerade wurde ich angegriffen. So. Das klang jetzt gerade so, als hätte sie ihm völlig und einer gescheuert, oder? Sie hat mir auf den Arm gehauen. Siehst du, guck. Ja, dann leg doch da irgendwas anderes hin. Nein, aber ich will doch, dass es so funktioniert. Und was ist das? Jetzt hast du es auf Standard gestellt. Nein, nur die eine Sache. Das ist ja das mit dem Bücken, ne? Ja. Ja. Und Sprinten. Du kannst es nicht zwei Tasten auf eine. Aber das ist doch einfach nur dieselbe Taste nach vorne. Nein, guck mal, es gibt noch eine Sprintentaste. Wenn ich jetzt beispielsweise, keine Ahnung, welche Taste das ist, gedrückt halte, dann sprintet der. Das ist nochmal zusätzlich. Oder ich drücke zweimal genau, nach vorne. Genau. Okay, also nehme ich da jetzt irgendwas. Da machst du irgendwas, das, was du nicht nutzt.
Kuh ist übrigens Waffe wegwerfen. Immer diese Noobs. Ey. Noobs. Noobie noob noob noob. Noobie noob noob noob. Noob noob. Und Sebastian und Phil haben gerade heute mal keine Lust? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nach der Session von gestern? Ja, nein. Hey. Hat keinen von beiden heute geschrieben. Ich wollte... Anne, warte, wolltest du den? Ist mein Skin jetzt automatisch hier drin? Ja, ja, das ist automatisch immer mit deinem Account. Siehst du? Nee. Oh Gott. Soll ich dir dann jetzt den Erfahrungsspawner zeigen, Schatz? Ja, bitte gleich. Ja, bitte gleich. Ich muss erstmal hier Einstellungen machen. Nee. Ich bin überlegen, was mache ich denn als erstes? Die Ebene dann da einebnen? Mache ich dann da hinten die Baumschlucht weiter? Das Ding? Wie laut ich laufe, das gibt's ja nicht. So. Dann komm einfach mal ins Dorf, wenn du soweit bist, ne? Ja. Wie wird ja? Ey, dieses Laufen höre ich von mir. Was ist das? Welches ist das? Spiele? Hm? Ich höre mich selber laufen, sehr, sehr laut. Keine Ahnung. Das kann sein. Würde Sinn machen, aber. Sonne. Wie baue ich mir eine Kiste? Holz. Holzplanken. Wir haben doch noch genug Kisten. Eine leere? Ja klar, in der Kiste. In welcher? In der, wo du drauf zuläufst. Da, links, drei Stück. Über den Spinnenaugen. Mal gucken, ob es passt, weil da will ich erstmal all meine Sachen reinlagern, die ich gerade nicht brauche. Ich pack sie dann auch wieder weg, ja? Ich mach die auch ins Schlafzimmer rein. Zur Hölle, wieso? Was tust du da? Wieso ist dieser so oben? Nimm die Axt, dann ist die viel schneller. Da kannst du nichts hinbauen, wegen der, das ist ja das, was Phil schon mal sagte. Du kannst nichts. Ja gut, dann halt da. Wieso ist die so groß? Du hast doch nur eine hingebaut. Ja, ne? Keine Ahnung. Okay. Wie kriege ich das mit einem Klick darüber? Shift rechts geklickt, normalerweise Shift rechts geklickt, aber. Geht. Okay. Das ist ja krass. Ne? Menu! Hallo Pferdchens. Ein Geistlicher. Hm. Oder nicht? Was hast du so feines Rüstungsschmied? Oh! Für 19 Smaragde hat der Diamantschutzbrille. Schau, vor allem verzaubert schon direkt. Hm. Und der gibt uns für 12 Smaragde eine Uhr und 5 Glas für 1 Smaragde. Das ist auch nicht schlecht. Dann gucken wir mal weiter. Was macht der Golem? Gar nichts. Der guckt nur komisch. Hä? Meine Hut. Wieder einer hier entsprechend am Rumwuseln. Der guckt sich erstmal den Fluss an. Oh, jetzt hat er mich bemerkt. Übrigens können die auch doch ernten und neu anpflanzen. Ja, ja. Der Bauer macht das. Ich meine nur, die können die Felder nicht neu behacken, dass sie halt wieder fruchtbar sind. Das weiß ich gerade nicht, das kann sogar sein. Ich hab vorhin mal spaßeshalber an so einem Feld, was vorne so ein bisschen brach lag, einmal dann neu mit der Hacke bearbeitet. Und nur die Hälfte gerade mal drauf gepflanzt und da war nach ein paar Minuten halt das Feld voll bestückt. Ja. Schon wieder weg. Also die haben sich da wohl schon so ein bisschen dann. Das machen die schon. Für den Hafen, soll ich das mehr auf diese Art machen? Heißt so Steg und sowas aus Holz und Glas aus Stein? Warte mal, ich bin gerade aus Versehen irgendwie auf eine Taste gekommen. Sekunde mal eben. Na toll. Na egal, wobei stören sollte es eigentlich nicht.
Das so gemacht. Wie groß planst du den Hafen ungefähr? Weiß ich noch nicht, muss ich gucken. Weil ich muss jetzt erstmal die Fläche da ausbauen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es an deiner Stelle einfach ausprobieren. Ja, weil es geht ja darum, dass ich die Unterfläche jetzt schon mal komplett mache, ne? Heißt, wenn ich dann direkt Stein lege, spare ich mir die Arbeit, als wenn ich später wechseln muss. Darum geht's jetzt, ne? Also ich würde Stein machen, einfach aus dem Grund, dass dann, ne? Dann machst du es dann halt hier aus diesem Ziegelstein. Steinziegeln. Problembeere, schön, dass du da bist. Hi! Okay, heißt, ich muss jetzt erstmal ganz viel. Weil da kannst du dir halt entsprechend dann da schön Stein aus der Steinmaschine holen. So Cobblestone, damit du den dann halt so den Ziegel. Stein ganz normal, ne? Und für das untere, damit das nicht so krass. Ach, wobei wir haben ja unendlich viel Stein, ne? Ja, ja, eben. Ja, von daher mach ich das. Probierst du aus. Okay. Machen Sie dies. Na, ist alles gut bei dir, Problembeere? Hallo. Ja, so ein bisschen. Das ist unser Dorf hier. Aber ich wollte eh gerade aus dem Dorf raus und dann mal gucken, wo ich jetzt anfange. Sie möchte gerne eine Tour. Du möchtest eine Tour? Alles klar, warte mal. Wo fange ich denn an? Ich würde sagen, einfach mal hinter der Liebesgrotte. Ich habe ja ein bisschen Fleisch genommen. Ne? Ja, mach das mal. Wo ist ein Ofen? Hinter der Liebesgrotte am Strand der Verliebte. Wo, ne? Haben wir, einen Ofen? Wir haben einen Ofen oben bei unserer Bar. Da haben wir sogar 4 Stück. Hoch. Romantisch. Und links. Wer wollte jetzt einen Hafen bauen? Erik oder Niki? Ich. So, du. Also, ich glaube, in Kooperation miteinander. Wie groß soll er werden? Das ist Niki. Das weiß ich noch nicht. Guck mal. Das weiß ich noch nicht, weil ich muss erstmal austesten. Das ist da, wo mein Strandhaus ist. Ich werde dann stattdessen komplette Hafenstadt dahin bauen. Ich wollte schon mal voll lange versuchen, so ein richtiges Schiff zu bauen. Also wirklich dann so ein Schiff möchte ich auch. Ja, yep, yep. Das habe ich also wirklich auch gedacht. Das wollte ich mal wirklich mal versuchen zu bauen. Also das kannst. Alleine eine Riesenaufgabe. Würde ich mitmachen, weil ich selber würde auch. Ich würde voll gerne das Sunny von One Piece nachbauen. Da muss ich auch nochmal gucken. Aber so allgemein so ein Hafen, wenn dann irgendwie vorher, davor oder irgendwo weiter hinten ein Schiff steht, wäre auch schon ganz cool. Aber ich glaube, das würde ich mal erstmal ausmessen, wie viel Platz ich brauche und dass man dann daneben das Schiff irgendwo hinpflanzt. Ja. Problem, die Biere, ich werde auch gleich ein bisschen kommentieren dazu, was wir tun. Oder wie das hier aussieht. Ich will nur erstmal entsprechend ankommen, ne? Guck mal, Problembeere hat auch schon mal ein Schiff gebaut, aber hat es viel zu klein geplant. Ja? Mhm. Ja. Da spricht jemand dann aus Erfahrung. So. Was meinst du denn? Eine Minecraft-Tour über unseren Server. Und die Segel sahen dann ziemlich doof aus, weil die Blöcke verhältnismäßig so groß waren. Ja, da muss man schon richtig dick was einplanen für. Ja. Und damit. Ich glaube, so 100 Blöcke long. Ah, sorry. Ja, kein Problem. 100 Blöcke long. 100 Blöcke long. Kommt mein Schiff auf dich zu. Also, das ist der bisherige Strand hinter der Liebesgrotte. So in der Form. Kleines Bauprojekt von Firebug, also von Niki. Hier wird noch ein bisschen was passieren. Das ist jetzt erstmal noch halt, ne? Kleines, aber feines Gerät. Wo noch nicht viel ist. Und folgt man diesem Weg hier, über diesen unendlich tollen langen Steg hier. Und der kommt komplett weg, ne? Wenn das fertig ist. Was? Ich sagte, der kommt komplett weg, wenn das fertig ist, dann fährst du mit dem Boot dahin. So, hast du gehört, ne? Da kommt man dann entsprechend nur noch mit dem Boot zwischen Land und Wasserland dann da hin und her. Hier ist unser Weg, wo man auch mit einer Lore, wenn man gerade denn eine dabei hätte, automatisiert zurück zur Liebesgrotte, so in der man kommt. Das war zu laut, das habe sogar ich mitbekommen. Tut mir leid. Genau, am Ende der Straße steht ein Haus, haben Sie. Ich lebe noch, ja. Meinst du mich? Grüne Baumblätter sind auf dem Weg. So. Ich bin, ja, stopp. Das war genau so das Lied, ich kenne das. Schatz, wieso brennt es noch im Ofen? Da ist nichts mehr drin. Weil einfach noch Resthitze drin ist, Schatz. Ah, ich hab's auch gehört. Cool, ne? So. Und dann kommen wir auch zu unserer Residenz, zumindest entsprechend dem aktuellen Stand davon. Dann gehen Sie wieder zu. Mit unserem kleinen Wintergarten, der Aussichtsplattform mit dem Jacuzzi da oben. Da oben geht es zur Bar. Hier ist der Eingang direkt in direkt zu unserem schönen Schlafzimmer. Ich mache mir noch mehr Fleisch.
will nicht nur vom Brot leben. So, da haben wir entsprechend unseren Aufpasser, zu mir, dann kann der ich auf die ganz Blümchen. Hey Flay, schön, dass du da bist. Ich habe mir jetzt erstmal Fleisch auch gemacht, weil ich habe, seit ich mit Minecraft angefangen habe, ernähre ich mich vom Brot. Genau, richtig. Niki, ich kann dir verschiedene Gerichte plus die Kekse. Die Kekse habe ich noch. Ganz ruhig, Erik, ganz ruhig. Nee, ich ist alles entspannt. Ich alles dem, entspannt. Wir dürfen auch reden. Ich gebe dem Hund erstmal noch ein bisschen Fleisch, weil der sieht gerade so traurig aus. Auf jeden Fall, der passt auf uns immer entsprechend im Schlaf auf. Oder beobachtet uns, je nachdem, wie man es sieht. Genau, je nachdem. Blümchenwiese direkt vom Fenster, kleinen Wasserfall. Und damit sind wir wieder in entsprechend unserer Lusthöhle. Auf jeden Fall, da ist wieder Niki. Wie er sich freut, wa? War der Niki nicht von Phil? Nein, der kam von mir. Da ist unser bislang noch nicht wirklich ausgebauter Stall. Das Pferd hat einen unglaublich guten Ausblick, wie man hier sieht. Deswegen, das Pferd ist bösartig. Das Pferd ist nicht bösartig. Doch. Das ist voll lieb. Es haut die ganze Zeit ab, wenn es könnte. Das stimmt. Das zerfrisst immer das Seil. Es lebt in einem Stall voller Steine. Es lebt nicht, das ist noch nicht mein Stall. Das ist einfach nur ein provisorisches. Geh da rein. Das ist entsprechend unser Wintergarten. Ich kommentiere das jetzt nicht. Miracle. So. Tierquälerei. Ja, du bist Tierquälerei. So. Boah, das Fleisch braucht voll lange, ich geh schon mal. Das Fleisch im Ofen gehört mir, ja? Ja, ja. Als ob. Hier oben ist entsprechend unsere Aussichtsplattform nochmal entsprechend nach hinten schön, okay, mit die Sonne beleuchtet. Okay, jetzt muss ich erstmal Steine machen. Kann ich das Pferd nehmen, damit die schneller? Wenn du es wieder mitbringst und ein Seil mitnimmst, damit es, ne? Wie, wo ist das Seil und wie benutze ich das und wo binde ich weiß, es an? Das Seil hat es aufgegessen, weil es ist nicht nur, das ist nicht nur abgewesen, sondern halt auch weg. Es ist so. Nicht hier. Das ist unser langer Laufsteg, der auch noch ausgebaut werden muss. Scheiße. Nein, lass mich runter. Oh Gott. Und hier ist unser noch auch nicht wirklich fertiger Swimmingpool. Ich glaube, an dem werde ich mich nachher mal ein bisschen setzen. Wie mache ich ein Seil? Weiß ich nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich weiß es nicht. Phil hat die immer entsprechend. Die sind in der Kiste bei Phil. Aber wenn du schon da bist, kannst du auch einfach die Steine mitnehmen. Ja, aber das kann ich ja nicht das Pferd nehmen. Och. Egal, ich gehe jetzt ohne Pferd. Ist mir zu doof. Das Pferd Vielleicht solltet ihr das Pferd öfters füttern. Okay. Das Pferd hat überhaupt keinen Auslauf. Das Pferd lebt gerne vegetarisch. Das ist voll die Tierquälerei, was mit dem Pferd. Ja, aber vegetarisch wäre immer noch gefüttert. Das ist immer noch besser, als wie es dem Pferd jetzt geht. Jetzt weiß ich, warum der Hund unten ist. Phil hat da irgendwas hingebaut. Der hat den Hund einfach runtergeschmissen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall gehe ich jetzt mal wieder hin. Es ist ein Monster. Es ist ein Monster. Wie kann man denn das Pferd füttern? Mit Heu? Also mit Möhren. Möhren? Kann ihm Heu geben. Da musst du Heuballen hinlegen, ja. Hier hast du einen Heuballen. Romantisch, gerade die Sonne untergeht. Vielleicht sollten wir gleich einmal kurz schlafen gehen, damit er die Tour bei Tag macht. Ich bin gerade rausgelaufen. Und schon sind wir wieder bei uns in der Höhle. Da ist der Hund. Idee. Hier unten ist unser Burggraben. Wäre eine gute Idee, wenn ich nicht gerade rausgelaufen wäre. Da kommt unser Zug so langsam entsprechend an. Na toll, an, wie komme ich jetzt hier rein? Hä? Ja, indem du aufmachst, reingehst und hinter dir wieder zumachst. Weil wenn es dunkel ist, dann gehen die ja automatisch weg. Die verstecken sich, ich komme an und die hauen ab. Nein, weil es dunkel wird. Die wollen jetzt entsprechend alle dann da. So. Also ich liege jetzt im Bett, ja? Okay, ich nicht. Kann ich mich auch irgendwo anders hinlegen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Phil irgendwo noch eins hat. Lauf doch. Liege auch. Laufen Sie! Ich nicht, weil ich ja gerade rausgegangen bin, wie ich erwähnt habe. Laufen Sie schneller. Oh, da ist noch ein halber Keks. Ich werde diesen halben Keks gleich essen. Flay, gut geht's uns und dir? Wie geht es denn dir? Wir haben dich schon lange nicht mehr gesehen. Da kommt Niki angewuselt und jetzt liegt sie auch flach. Ah ja. Ja, wenn ich mit dem Wach weg hier. Mach die Tür hinter dir zu. Machst du die Tür auch zu? Super. Katz, lass die Tür nicht immer. Guck mal, ich laufe weg ins Licht. Weißt du, man könnte das auch lieb sagen. Kannst du bitte die Tür hinter dir schließen, ne? Mach die Tür zu! Du ärgerst mich mit den Keksen, ja? Das ist doch Niki-Liebe, die ist doch immer so. Echt mal, ich schlag dich wenigstens nicht. Jetzt geht das wieder los.
Hast du das von gerade noch im Kopf? Wo es, das hört sich an, als hätte sich voll an mir geschallert, ja? Wir haben das auf Aufnahme. So, wo komme ich jetzt zu dem Stein? Wenn du reinkommst, links. Wenn ich rein, also hier genau. direkt. Links. Nach links, ja genau. So. Du bist mega müde, hast du nicht so gut geschlafen, oder was?